Ja, in diesem Video geht es um den WordPress-Fehler Error Establishing a Database Connection. Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn zum Beispiel Plugins aktualisiert werden oder wenn grundsätzliche Aktualisierungen im WordPress-System stattgefunden haben. Der Fehler ist kurz beschrieben ein Fehler, der passiert, wenn einzelne Datenbanken, also einzelne Tabellen, in der WordPress-Installation auf einer Datenbank fehlerhaft sind und dadurch vom WordPress-System nicht mehr richtig angezeigt wird, weil in der Datenbank liegen letztendlich die ganzen Daten, also das heißt die ganzen Informationen, die Inhalte, zum Beispiel Textdateien liegen dort und dann werden ja die einzelnen Seiten dynamisch generiert. Und dieser Fehler tritt, wie gesagt, immer dann auf, wenn eine Tabelle beschädigt ist. Diesen Fehler, das kann mehrere Ursachen haben, beziehungsweise mehrere Ansätze, wie man das jetzt löst. Der erste Ansatz wäre, bevor ihr jetzt selber Hand anlegt, zu prüfen, ob andere Domains vielleicht davon betroffen sind, also dass der Provider vielleicht ein Problem hat, wenn ihr also andere WordPress-Installationen auf der gleichen Datenbank laufen habt oder auch vielleicht im gleichen Hosting-Paket habt, dann prüft mal, ob andere Domains auch den gleichen Fehler aufweisen. Ansonsten müsstet ihr jetzt einmal bei euch den FTP-Server aufrufen. Das könnt ihr durch ein Programm wie CyberDuck hier zum Beispiel machen und einmal die wp-config-Datei wp-config.php öffnen und mit einem Programm bearbeiten. Dort scrollt ihr ein bisschen weiter runter und guckt, wo diese anderen Define-Einträge sind und da gesellt ihr im Prinzip einen weiteren Eintrag hinzu. Dieser Eintrag heißt Define wp bzw. Define WP Allow Repair und True. Das heißt, in dem Moment erlauben wir dem System, dass er die Datenbank, also das Reparieren der Datenbank erlaubt. Wichtig ist aber, dass ihr auch den Eintrag, wenn ihr ihn habt, DB Debug auf True habt. Wenn da nämlich False stehen würde, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Einige stellen das auf False, um den Wartungsmodus bei WordPress zu unterdrücken. Nicht damit jedes Mal bei einem Abstoß eines Plugins oder beim Fehler nicht das Ganze in einem Wartungsmodus ist. Das speichert ihr jetzt einmal, ladet das wieder hoch und ruft jetzt eine Domain auf, die nennt sich beziehungsweise die URL eure Domain und dann slash wp-admin slash main slash slash repair.php. Schreibt das unten in die Videobeschreibung gleich rein. Wenn ihr das ausgeführt habt, dann bekommt ihr dieses Fenster. Da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal die Datenbank reparieren, ganz normal. Da werden halt häufige Fehler gesucht, sage ich mal, und automatisch vom System korrigiert. Das sind dann einzelne Zeilen zum Beispiel, einzelne Einträge in den Tabellen, die da immer wieder kaputt gehen. Das weiß WordPress dann. Oder man kann das gleichzeitig auch neben dem Reparieren auch optimieren. Das machen wir jetzt einfach mal. Also dann wären zum Beispiel Transient-Daten, das sind so vorübergehende Daten, die aber nie gebraucht werden mehr vom System, aber Ladezeit zum Beispiel schlucken, die werden dann zum Beispiel gelöscht. Wir drücken dann jetzt einmal rauf, lassen das System einmal arbeiten, das dauert ein paar Sekunden oder vielleicht auch mal eine Minute und dann sieht man eine Auswertung, was letztendlich gemacht worden ist. Ich habe das jetzt zu Demo-Zwecken einmal gemacht, deswegen ist hier jetzt alles in Ordnung, da würde jetzt aber stehen, naja, also ich, der und der Eintrag war jetzt fehlerhaft, wurde korrigiert oder optimiert, je nachdem. Und jetzt können wir mal wieder die Domain aufrufen, nachdem wir das Ganze gemacht haben. Und ich habe jetzt einmal irgendeine Domain gemacht, die ich habe hier. Läuft also wieder. Das Problem ist jetzt also soweit erledigt. Wenn das nicht gereicht hat, ihr immer noch den Fehler bekommt, dann kann das auch ein schwerwiegenderer Fehler sein. Dann würde ich halt prüfen, ob ihr ein Backup habt. Wenn ihr, das empfiehlt sich ja immer, Backups von der Datenbank zu machen, täglich am besten. Und auch am besten lokal speichern auf einer Festplatte oder auf einer eigenen Cloud irgendwie. Solltet ihr das nicht haben, und ihr könnt das auch technisch nicht reparieren, den Fehler, weil ihr jetzt nicht wisst, wie, dann könntet ihr nochmal als letzte Chance beim Provider anrufen, also 1&1 oder wo immer seid, Domain Factory, Webgo, und dort mal nachfragen, ob die vielleicht ein Backup gemacht haben und das einspielen können. Ja, soweit von meiner Seite. Ich hoffe, der Fehler ist jetzt bei euch weg und